Ihr habt euch ein Lernvideo nochmal zur Energie gewünscht, deswegen habe ich das jetzt als kurze Wiederholung gemacht und danach gleich drei zusätzliche Aufgaben zur Energie, die dann hoffentlich sehr, sehr schnell gehen. Fast alle Energieaufgaben funktionieren sehr, sehr ähnlich. Und zwar, es läuft immer auf den Energieerhaltungssatz raus. Der Energieerhaltungssatz besagt nur, dass die Energie vorher immer gleich der Energie nachher sein muss, weil Energie einfach nicht verschwinden kann. Und das Problem ist jetzt aber, dass es um die Gesamtenergie geht, also um irgendeine Energieform. Wenn ihr zum Beispiel mit dem Auto bremst, dann wird die kinetische Energie des Autos, also die Bewegungsenergie, in die Hitze der Bremsscheiben umgewandelt. Wenn man die anfasst, merkt man das auch, dass die wirklich wahnsinnig heiß sind. Das heißt, die Energie ist nicht verloren gegangen, sondern nur umgewandelt worden. Und das hilft uns in ganz, ganz vielen Aufgaben. Prinzipiell müsst ihr nur die drei Energieformeln kennen. Das wäre die potenzielle Energie, E-Pot. Potenzielle Energie bedeutet einfach Lageenergie, also bei uns meistens die Höhenenergie. Und die berechnet sich durch m mal g mal h, also Masse des Objekts, das wir heben, mal der Gravitationsbeschleunigung, die wir haben, meist sind wir auf der Erde, mal der Höhe, um die wir das Objekt heben. Die sollte klar sein. Ekin sollte auch noch klar sein. Ist 1/2 mv². Hier ist das Interessante: Das Objekt ist zwar hat die doppelte Energie, wenn es doppelt so schwer ist und sich mit einer Geschwindigkeit bewegt, muss aber die vierfache Energie haben, wenn man es auf die doppelte Geschwindigkeit beschleunigt. Das heißt, das V ist hier eben quadratisch drinnen, fällt also besonders schwer ins Gewicht. Und als letztes haben wir E-Spann. So, und das ist die Energie, wenn wir zum Beispiel einen Bogen spannen oder eine Feder spannen und so weiter. Also mit Feder meine ich die Metallfedern. Und hier ist die Formel 1/2 ds². Und das könnte jetzt verwirren. Das d ist dabei die Härte der Feder. Das ist auch logisch. Je härter, also je weniger biegsam eine Feder ist, desto schwieriger ist es auch, sie, naja, zusammenzudrücken oder auseinanderzuziehen. Und das heißt, desto mehr Energie steckt dann auch in der Feder. Die schnalzt ja dann auch viel härter zurück. Und das D ist definiert als die Kraft F, die ich pro Strecke benötige zum Reindrücken. Das heißt, ich schaue mir zum Beispiel einen Bogen an. Und wenn ich den jetzt hier ziehe, dann brauche ich eine bestimmte Kraft. Und dann verlängert sich ja der Bogen um eine bestimmte Länge Delta S, weil das Seil ja dadurch länger wird, die Sehne. Und die Federhärte ist nun, welche Kraft muss ich reinstecken, deswegen das F hier, um es um eine bestimmte Strecke auszudehnen. Das heißt, das ist eine Hilfsformel, mit der wir das D berechnen können, wenn es nicht direkt gegeben ist. Und dieses S in der Formel ist dasselbe wie das Delta S unten, also einfach die Strecke, um die wir dann den Bogen oder eine Feder gespannt haben. Gut, das sind also an sich einfache Formeln. Jetzt sind die Aufgaben aber ganz selten so, dass wir einfach nur schreiben müssen, ja, die Spannenergie von dem Bogen soll hier berechnet werden, du hast die Federhärte gegeben und auch die Strecke, rechne es aus. Dann müssten wir einfach nur einsetzen und das ist fast schon zu langweilig. Und die meisten Aufgaben basieren dann eben darauf, dass man zwei Energien gleichsetzen muss und das klappt immer nach dem Prinzip des Energieerhaltungssatzes von oben. Und da schauen wir uns jetzt ein Beispiel an und das ist total typisch für alle Beispiele dieser Art. So, wir stellen uns einen Fallschirmspringer vor, der fällt. So, den Fallschirm macht er später auf, das ist uns am Anfang wurscht egal. Und wichtig ist, am Anfang hat er noch keine Geschwindigkeit, wenn er aus dem Flugzeug springt, sondern, naja, lässt sich halt einfach nur fallen. Zu Beginn hat er die kinetische Energie 0. Ekin oben ist gleich 0. Einheit ist Joule von Energie. Gut. Dafür hat er aber eine andere Energieform. Hier unten ist irgendwie die Erde und offensichtlich hat ihn das Flugzeug nach oben gebracht. Also hat er dadurch eine Höhe überwunden. Ein H. Und durch diese Höhe hat er potenzielle Energie bekommen.
Das heißt, oben haben wir E-Pot oben und das ist maximal. So, und jetzt könnte ich euch zum Beispiel sagen, ja, er springt aus einer Höhe von 1000, na, das ist zu wenig, sagen wir 3000 Metern. Und ich möchte wissen, welche Geschwindigkeit er am Boden hätte, wenn er den Fallschirm nicht öffnen würde. Das heißt, ich frage nach V am Boden. Und jetzt kann man natürlich erstmal in Panik geraten, weil H ist gegeben, aber es ist ja nach V gefragt. V kommt aber in Ekin vor, weil Ekin ist ja ein halb mv Quadrat. So, das heißt, ich würde wahnsinnig gerne was mit der Formel machen, aber da fehlt mir viel zu viel. Und jetzt hilft uns eben das h, weil für epod gilt ja, epod ist gleich m mal g mal h. Ich sag mal, der Typ wiegt 80 Kilogramm. Später werden wir zwar sehen, dass sich das rauskürzt, aber dass wir am Anfang keine Probleme haben. Das heißt, m ist gleich 80 Kilogramm. Und dann sehen wir, dass wir die potenzielle Energie von ihm berechnen können. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, warum die potenzielle Energie? Das ist hier doch gar nicht gefragt. Ja, heimlich schon, weil die potenzielle Energie, die er oben hat, wandelt sich unten komplett in kinetische um. Weil er fällt, also verliert er die potenzielle Energie. Das heißt, unten gilt E pot unten ist gleich 0. Aber dafür gilt Ekin unten ist gleich Max, weil ja seine gesamte Höhenenergie in kinetische Energie umgewandelt wurde. Also kann ich sagen, und das ist der wichtige Ansatz, Ekin unten ist gleich E Pot oben. Und dadurch habe ich eine Gleichung und kann sagen, das Ekin ist ja ein halb mv Quadrat. Super, m habe ich, v will ich. Und das E-Pot ist ja m mal g mal h. Super, m habe ich, g habe ich, h habe ich. Also habe ich alles in dieser Gleichung gegeben und kann fröhlich nach dem v auflösen. Das machen wir jetzt einmal zur Probe, aber es klappt immer gleich. Das m kürzt sich raus, weil es auf beiden Seiten ist. G und h lasse ich auf dieser Seite, weil ich will ja nach v auflösen. Also nehme ich mal 2, damit hier das 1/2 verschwindet auf der linken Seite. Dann habe ich v Quadrat ist 2gh. Und wenn ich die Wurzel ziehe, komme ich auf v ist Wurzel 2gh. Gut, und das können wir jetzt einfach eingeben und ausrechnen. Und das ist das Prinzip aller Aufgaben. Das heißt, ihr schaut immer erst, welche Energien sind denn gleich, also welche wandeln sich ineinander um. Und dann stellt ihr immer so eine Gleichung auf, wie wir es eben hier gemacht haben. Und dann werdet ihr sehen, dass immer alles gegeben ist, bis auf eine Größe. Und nach der könnt ihr dann auflösen. Versucht es bei den Aufgaben, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass ihr das super hinkriegt. Viel Erfolg!